Für uns in Berlin ist mein Kollege Erhard Schärfer mit dabei. Erhard, wir haben es gerade gehört, es gibt keinen Fraktionszwang. Daher ist es auch ziemlich schwer vorherzusehen, wie diese Abstimmung heute ausgehen wird, oder? Das ist der eine Grund, dass es hier zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe gibt, die in dem Beitrag ja auch vorgekommen sind. Wir wollen auch nicht unterschlagen den Antrag der AfD, der aber relativ alleine hier steht. Und das sind die Gründe. Auf der anderen Seite, es ist auch eine total schwere Entscheidung. Auch das haben wir ja in dem Beitrag gesehen. Und dass man noch nicht sagen kann, ob es hier überhaupt für einen der beiden Gesetzentwürfe eine Mehrheit gibt, hat auch damit zu tun, dass sich viele Abgeordnete überhaupt noch nicht klar geäußert haben, noch nicht klar Stellung bezogen haben, wofür sie denn eigentlich stimmen wollen. Es gibt so ungefähr die Mehrheitsverhältnisse, dass es heißt knapp über 200 für die sogenannte Widerspruchsregelung. Um die 190 haben sich bislang, so muss man es ja formulieren, dazu bekannt, dass sie die erweiterte Zustimmungsregelung besser finden. Aber da liegen natürlich irgendwo rund 200, Pi mal Daumen, die eben noch nicht sich festgelegt haben. Und deswegen werden wir mal mit großer Aufmerksamkeit auf das achten, was da ab ungefähr 11 Uhr dann passiert. Es gibt ja jede Menge unter Umständen namentliche Abstimmung. Das Ganze wird sich da auch ein klein wenig hinziehen. Die Sitzung wird unterbrochen sein nach den namentlichen Abstimmungen. Also das wird schon ein etwas längeres Verfahren heute. Übrigens, fast auf den Tag genau vor einem Jahr, ging es schon mal um das Thema Organspende, nämlich um die Strukturen in der Organspende. Und das war die erste Lesung. Im April ist es dann verabschiedet worden. Das sollte schon einen Schub bringen. Allerdings kann man wahrscheinlich zum heutigen Tag noch nicht ganz genau sagen, wie groß die Auswirkungen durch diese Neuregelungen bis heute sind. Da wird man sicherlich etwas länger warten, um das Ganze seriös zu evaluieren. Wir haben es gesagt, es geht um zwei Gesetzentwürfe und bei uns sind dann nicht mal die ganz üblichen Verdächtigen bei diesem Thema, aber so zwei, die sich nicht minder leidenschaftlich für die eine und andere Position einsetzen. Ich begrüße Petra Sitte aus der Linksfraktion, die sich stark macht für die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Und Stefan Pilsinger ist bei uns aus der CSU-Landesgruppe, der sich für die erweiterte Entscheidungsregelung einsetzt, die eben auch unter Zustimmungsregelung läuft. Also das, was wir im Moment haben, noch ein klein wenig modifiziert. Wir gucken erstmal, wie Sie und wo Sie und warum Sie wo stehen. Frau Sitte, warum Ihr Einsatz für diese Widerspruchsregelung? Also das Interessante an den beiden Gesetzentwürfen ist ja, dass Sie gleichermaßen eine Einschätzung treffen, die da sagt, die aktuelle Situation ist unbefriedigend. Wir haben also das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet, in dem besser finanziert und strukturiert und mehr Personal zur Verfügung gestellt werden soll. Aber in den meisten europäischen Ländern wurde neben diesen strukturellen Fragen auch die Frage der Widerspruchslösung dann daneben gestellt. Und ich betrachte das auch als Einheit, zu sagen, wenn man das eine angeht, dann auch das andere. Und wir haben also von unserer Seite im Vergleich zu der anderen Lösung einen Paradigmenwechsel. Das ist so. Wir wollen, dass sich die Menschen mehr mit dieser Problematik beschäftigen. Insbesondere auch unter dem Blickwinkel, die Perspektive der Betroffenen zu übernehmen, weil eben 10.000 Menschen... Betroffene, im D-Fall muss man sagen, derjenige, der Menschen genau. Ungefähr, gibt da unterschiedliche Zahlen, ich glaube, Karl Lauterbach hat unter der Woche von knapp 10.000 gesprochen, die auf ein Spenderorgan warten, das ist aus Ihrer Sicht die Betroffene, nicht die Spender. Genau, das sind die Betroffenen, also die Erkrankten, deren Familien, die zum Teil über Jahre in einer völlig unbefriedigenden Situation sind und deshalb habe ich gesagt, die Zahl derer, die als Organspender sich erklären sollten und müssen, das ist mit Sicherheit eine große Gruppe, die aber dieser kleinen Gruppe entgegenübersteht. Und meine Aufgabe empfinde ich darin, dieser kleinen Gruppe bessere Chancen einzuräumen, zu neuen Organen zu kommen. Und das eben auch mit dem Wunsch, dass die Menschen sich verbindlicher mit der Widerspruchslösung bzw. mit der Organspende auseinandersetzen. Stefan Pilsinger ist Arzt, arbeitet auch nebenbei noch als Hausarzt in einer Hausarztpraxis, tritt allerdings für die andere Regelung ein, also die erweiterte Zustimmungsregelung. Liegt Ihnen folglich, wenn man der Ausführung von Frau Sitte folgt, das Wohl derer, die auf ein Spenderorgan warten, nicht so doll am Herzen? Natürlich nicht. Also wie die Frau Sitte schon gesagt hat, es geht uns beiden darum, die Zahl der Organspender zu erhöhen. Aber ich bin aus fachlichen und aus ethischen Gründen gegen die Widerspruchsregelung.
Widerspruchslösung. Aus fachlichen Gründen, weil es keine signifikanten Zahlen gibt, die belegen, dass die Widerspruchslösung irgendwo zu erhöhten Organspendezahlen geführt hat. Wir haben das mit dem wissenschaftlichen Dienst mal überprüfen lassen. Die Einführung der Widerspruchslösung hat in keinem europäischen Land direkt zu erhöhten Organspendezahlen geführt. Und auch die große Studie der Universität Kiel sagt, dass es eigentlich an den organisatorischen Defiziten in den Krankenhäusern liegt. Und aus ethischen Gründen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Nichtsagen keine Zustimmung sein kann. Und weil ich auch glaube, dass man Menschen, die beispielsweise depressiv sind und sich mit ihrem eigenen Lebensende nicht befassen können, aber nicht entmündigt sind, dass man die nicht indirekt zu Organspender machen kann, weil sie sich nicht entscheiden können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir jeden regelmäßig befragen sollen, ob er Organspender sein möchte oder nicht. Und die Entscheidung muss auch gelten. Es ist ganz hervorragend viel drin gewesen in Ihren beiden Antworten schon zu diesem Thema. Wir müssen es mal versuchen oder wir können es mal versuchen, da systematisch ein wenig abzuarbeiten. Selbst der Bundesgesundheitsminister sagt, was die Widerspruchsregelung angeht, das bedeutet einen Eingriff in die Freiheit. Freiheit ist ein hohes Gut. Das wird hier sicher keiner bestreiten. Warum trotzdem? Das ist ein Eingriff, wie er sagt, unter Umständen. Aber ich bleibe trotzdem selbstbestimmt. Ich muss jetzt aktiv zustimmen. Immerhin 84% der Bevölkerung stehen der Organspende positiv gegenüber. Es haben aber nur 39, also da streitet man sich bei 40%, überhaupt erklärt zur Organspende, also zugestimmt zur Organspende. Und wir sagen, wer sich mit dem Thema beschäftigt, muss in Zukunft nicht mehr aktiv zustimmen, braucht also gar nichts zu machen. Wer sich aber damit auseinandersetzt mit der Organspende und entweder sich nicht entscheiden möchte oder dagegen entscheiden möchte, ohne Angabe von Gründen, soll widersprechen. Das betrifft auch die Gruppe, von der er gerade gesprochen hat. Und wir haben ausdrücklich in unserem Gesetz einen Passus drin, der davon ausgeht, dass es Menschen gibt, die die Tragweite dieser Entscheidung nicht erkennen können. Und dass diese automatisch von der Organspende ausgeschlossen sind, also dass niemals über deren Kopf hinweg entschieden wird. Und deshalb heißt es bei uns ja auch doppelte Widerspruchslösung, dass in solchen Fällen, wo es also Rückfragen gibt, wo es keine Registrierung gibt, die Angehörigen nochmals befragt werden, ob es irgendeine Dokumentation oder ein Wissen darüber gibt, wie der Verstorbene oder die Verstorbene zur Organspende gestanden hat. Ich habe ein Kopfschütteln gesehen bei Stefan Pilsinger. Fragen wir ihn direkt. Ich muss ein bisschen korrigieren. Also in der Praxis ändert sich nur die Befragung der Angehörigen. Aktuell muss ich als Arzt fragen, darf ich die Organe von ihren Angehörigen entnehmen? Und nach der Widerspruchslösung muss ich dann fragen, wissen Sie, dass Ihr Angehöriger eine Organentnahme widersprochen hat? Ja. Es geht nicht um den Willen der Angehörigen, sondern es geht darum, ob Sie wissen, dass der Angehörige widersprochen hätte. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass Sie sagen, entmündigte Personen fallen da raus als Organspender. Aber ich kenne sehr viele Patienten, die haben zwar ein depressives Problem, sind nicht entmündigt. Das ist teilweise auch nur dem Arzt bekannt. Und die können sich mit ihrem eigenen Leben bis Ende einfach nicht befassen. Aus psychischen Gründen. Und deswegen glaube ich einfach, dass diese Menschen, wenn sie sich mit dem Lebensende nicht befassen können, auch nicht widersprechen können. Und diese Menschen, die müssen wir ganz klar schützen. Ich bin der Meinung, jeder sollte Ja oder Nein sagen. Und wenn jemand Ja sagt, soll es gelten. Und wenn jemand Nein sagt, soll es gelten. Und wenn jemand nicht sagen möchte oder das nicht kann, dann muss es auch respektiert werden. Die Personengruppe, von der Sie sprechen, ist erstens vergleichsweise eine kleine Gruppe, was aber nichts heißen will. Aber diese sind in ärztlicher Betreuung. Sie schlagen in Ihrem Gesetzentwurf beispielsweise vor, dass mit Hausärzten solche Gespräche geführt werden. Das würde für die Personengruppe gesondert gelten. Und das ist ja auch niemandem verwehrt, gerade unter diesem Blickwinkel mit dem Hausarzt zu sprechen. Das andere Problem, Angehörige, da will ich nur anfügen, dass es derzeit so ist, dass tatsächlich mehr Organe entnommen werden von Patienten, die sich nie erklärt haben, wo es die Angehörigen, also im Moment der größten Trauer, also unmittelbar nach dem Schock über den Verlust des Angehörigen oder der Angehörigen entscheiden müssen. Und das ist eine unbefriedigende Situation. Deshalb haben wir diese Last, den Angehörigen unter dem Blickwinkel nur zu fragen, wissen Sie etwas von einem Widerspruch, genommen. Und was ich auch schwierig finde, Deutschland ist in Eurotransplant mit drin. Da sind 8 Länder. Von diesen 8 Ländern hat nur Deutschland keine Widerspruchslösung. Wir nehmen aber aus den anderen Ländern Organe, die unter den Bedingungen der Widerspruchslösung mit gewonnen worden sind und stellen sie unseren Patienten und Patientinnen zur Verfügung. Und da finde ich nicht, dass wir uns verteidigen müssen gegenüber dem moralischen Zeigefinger.
Will Ihnen kurz ein Argument, bevor Sie, Herr Pilsinger, auch noch mal erwidern, natürlich, will Ihnen ein Argument des Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates entgegenhalten, Peter Dabrock, der sagt, das mit der doppelten Widerspruchslösung ist eigentlich ein Etikettenschwindel, weil schlussendlich, und wir haben es ja hier eben auch angesprochen, es schlussendlich nur darum geht, ob die Angehörigen sagen können, was der potenzielle Spender möglicherweise entschieden hätte. Und wenn sie das nicht sagen können, entfällt das sowieso. Insofern ist das keine doppelte Entscheidungsregelung, Widerspruchsregelung, jetzt bin ich ganz durcheinander, sagt zumindest der Vorsitzende des Ethikrats. Also der Vorsitzende des Ethikrates hat nicht als Vorsitzender des Ethikrates gesprochen, sondern als Professor Dabrock und Theologe. Der Ethikrat hat sich nämlich 2007 einstimmig in einer entsprechenden Erklärung zur Organspende verhalten und sie weder für ethisch bedenklich noch für verfassungsrechtlich problematisch eingeschätzt. Also ich schätze Professor Dabrock sehr, ich teile aber genau diese Einschätzung nicht. Die Angehörigen sind ja dann in dem Punkt auch in einem Gespräch mit Leuten, die ausgebildet sind, die auch die psychologische und die entsprechende Sensibilität haben, einzuschätzen, wie muss jetzt geredet werden. Ich will die Diskussion noch mal ein bisschen drehen und würde gerne von Ihnen noch mal wissen, was spricht eigentlich dagegen, dass man sich tatsächlich verhält, im Zweifel, wenn man wirklich nicht Organspender sein will, einmal im Leben zu sagen, ich will nicht, und das zu dokumentieren. Was ist dagegen zu sagen? Wie gesagt, es ist der entscheidende Punkt, ist, ob man sich entscheiden kann. Das ist bei manchen Personen nicht gegeben, beispielsweise wenn sie depressiv sind. Und ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass Angehörige nur dann entlastet werden. Und ich habe mal auf der Palliativstation gearbeitet. Da ging es um die Frage, lebensverlängernde Maßnahmen, ja oder nein. Da war es sehr entscheidend, dass sich der Betroffene auch wirklich geäußert hatte, ob er das haben möchte oder nicht. Und wenn die Frage nur verdreht wird, also wenn man jetzt fragen muss, wissen Sie, ob er widersprochen hätte, sind die Angehörigen weiterhin genauso belastet. Und deswegen finde ich es richtig, dass jeder ja oder nein sagt, wie wir das fordern, bei einer regelmäßigen Befragung. Ich finde das einen vernünftigen Kompromiss, der in den USA auch so gehandhabt wird. Und das entlastet die Angehörigen und das kommt der Selbstbestimmung des Einzelnen einfach am nächsten. Gehen wir von den Angehörigen nochmal weg. Der Bundesgesundheitsminister sagt ja, das Recht auf Leben und Gesundheit wird schwerer als das Recht, der Entscheidung aus dem Weg zu gehen. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht, dass die Menschen der Entscheidung aus dem Weg gehen. Ich möchte, dass sie sich proaktiv entscheiden. Ich möchte aber auch haben, dass sie Ja oder Nein sagen. Und ich möchte nicht haben, dass jemand, der nichts sagt, automatisch Spender ist. Ich möchte, dass die Menschen sich verbindlicher damit auseinandersetzen. Und ich möchte vor allem, dass wir in dieser Debatte auch vor allem über die Betroffenen, über die Erkrankten reden. Wir reden sehr viel über unsere persönliche Meinung als Abgeordnete. Aber als Abgeordnete muss ich darüber reden, was passiert mit Menschen, die am meisten von dieser Entscheidung, und zwar existenziell, betroffen sind. Sie und ich sind in der Entscheidung Organspende, die im Übrigen erst nach unserem Ableben relevant wird, die überhaupt keine Auswirkung hat auf unsere aktuelle Lebensführung, überhaupt nicht betroffen. Und insofern sage ich mir, den Blickwinkel zu richten auf die Erkrankten, auf die Angehörigen, und zwar zu deren Lebenszeiten Erleichterung zu schaffen, das betrachte ich als Aufgabe des Gesetzgebers und der Schutzaufgabe des Staates. Ich finde, wenn man so einen Eingriff in die Freiheitsrechte hat, dann muss man da auch wissenschaftliche Zahlen vorlegen können. Und ich habe dem Jens Spahn immer gesagt, dann leg doch mal eine Studie vor. Und als wir dann die Ergebnisse des wissenschaftlichen Dienstes bekommen haben, der nun mal rausgefunden hat, die Einführung der Widerspruchslösung hat in keinem europäischen Land zu erhöhten Zahlen der Organspende geführt. Ja, das kann man ja auch nachlesen. Da muss ich wohl sagen, wenn die wissenschaftlichen Fakten nicht gegeben sind, dann ist auch so ein Eingriff in die Freiheitsrechte nicht gegeben. Und wenn die Universität Kiel sagt, es liegt an organisatorischen Defiziten, dass wir beispielsweise zu wenig Ärzte haben, die dafür freigestellt waren, dass wir die Krankenhäuser mit den Organen damit Defizit gemacht haben, dass wir keine Neurologen hatten, die den Hirntod festgestellt haben, dann wissen wir eigentlich, woran es gelegen hat. Die Probleme haben wir behoben. Und wenn man das seriös angehen würde, finde ich, wäre es richtig gewesen, erst mal zu warten, ob diese Maßnahmen was gebracht haben und dann die Debatte zu führen nach einem Jahr. Im April wurde es entschieden. Ich hätte es besser gefunden, wenn man aufgrund der Ergebnisse dieses Gesetzes gehandelt hätte, anstatt jetzt irgendwie eine Diskussion vom Zaun zu brechen, die nicht auf Zahlen basiert ist, sondern einfach nur auf Glauben, dass es mehr Organe bringt. Gucken wir mal nach vorne, weil unsere Zeit ja auch schon dramatisch davonrennt und wir viele Sachen gleich auch natürlich noch mal im Plenum hören und auch noch ein bisschen ausführlicher. Sie beide eint das Ziel, dass die Anzahl der Organspender erhöht wird, dass es mehr werden. Was rechnen Sie, womit rechnen Sie denn mit Ihrem Entwurf, mit Ihrem Gesetzentwurf, mit welchen Zahlen oder auf welche Zahlen hoffen Sie zumindest in den nächsten Jahren?
Natürlich hoffe ich, dass wir uns angleichen den anderen Staaten. Österreich hat auf 1 Million Einwohner 42,5 Organspender, also statistisch gesehen. Ne? Und wir liegen bei 11. Wir haben derzeit eine Situation, dass wir im vergangenen Jahr wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen worden wären in der Gruppe von Eurotransplant, weil wir unter diese kritische Grenze gefallen sind. Und insofern ist das nicht nur eine Solidarität gegenüber den heute Erkrankten in diesem Land, sondern auch gegenüber den Erkrankten in anderen Ländern. Und das Konglomerat von Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, ist so breit, dass sogar Sie in Ihrem Anschreiben an die Abgeordneten festgehalten haben, da lässt sich kein singulärer, kein einzelner Zusammenhang herstellen. Insofern muss an jeder Stellschraube aus meiner Sicht gedreht werden. Es gibt eine Studie der Universität Birmingham, die sagt, möglicherweise hat das Ganze mit der Widerspruchsregelung alles gar nichts zu tun, sondern das hat mit ganz anderen Faktoren, mit kulturellen Fragen zu tun. Dasselbe gilt natürlich auch für Ihren Gesetzentwurf, weil habe ich gelesen, dass ein Professor der Charité gesagt hat, er erwartet eigentlich keine substanzielle Verbesserung durch diese erweiterte Entscheidungsregelung. Was halten Sie dem entgegen? Naja, ich muss schon sagen, dass die Zahlen der Organspender auch durch die sogenannten Skandale in der Vergangenheit schon gelitten haben. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Kultur der Organspende und das Vertrauen der Bevölkerung entscheidend ist für die Zahl der Organspenden. Und ich glaube, wir müssen eine Kultur des Vertrauens schaffen. Und deswegen müssen wir den Menschen das Gefühl geben, dass sie selbst entscheiden und sonst niemand anders. Und ich hoffe auch, dass wir die Zahl der Organe deutlich steigern können. Und durch die angestoßenen strukturellen Maßnahmen bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir da auch was vorangebracht haben.